Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute der Montro. Montro, der Killer. Yay. Und heute spielen wir ja mal eine Runde auf Shoreline. Wenn wir jetzt laden. 0000000. Ah, ganz viele Nullen. Eine bin ich. Hallo. So, am Strand. Gleich rechts auf die Insel? Ja. Warum bin ich lahm? Warum bin ich so lahm? Server-Synchronisierung hat gerade irgendwie nicht gepasst. Du bist so vor mir geglitscht. Und, ja, okay. Mir habe ich das Gefühl, ich laufe so langsam. Das liegt an deinem blauen Helm. Ah. Meinte der. Drückt mir den Kopf zusammen. Ja, der wiegt zu viel. Du bleibst bei mir stehen und läufst. Also irgendwie. Okay. Es liegt aber nicht an dir, das liegt am Server. Geh du mal vor, ob du auch bei mir so rumglitscht. Ich lauf mal ein bisschen. Nö, sieht noch normal aus. Hm. Vielleicht liegt das hier an meinem Dorf-Internet. Das kann natürlich sein. Dorfiges Internet. Hallo. Oh, was meinst du? Gibt's einen Schlüssel? Ha! Diesmal kannst du ihn aber auch gebrauchen. Mal wieder, ja. Aber hier liegt keiner. Nicht wie sonst einmal. Und was meinst du, ist in der fetten Kiste? Ja, geil. Hier in der Waffenbox war eine Wahl. AS-Wahl. AK-47M, AKMS. Und wir werden beschossen? Nee, ich weiß noch nicht. Die waren auf der anderen Seite auf jeden Fall. Hier ist noch eine zweite Waffe für dich drin. Ich habe schon eine zweite Waffe. Nein. Ja, wir werden beschossen. Ein Schuss ist hier gerade irgendwie, es klang so, als ob er gerade in die Erde reingekommen ist. Ja, ging da hinten am Boot. Jetzt gerade noch am. Läuft gerade zum Boot. Einer. Jetzt ist er beim Boot angekommen. Ich geh mal hinter diesen. Geht er aufs Boot. Er ist auf dem Boot. Ich hab ihn getötet. Mit einem Schuss. Hier mit einem Schuss? Jawohl. Headshot, würde ich sagen. Okay, im Haus warst du fertig? Ja, aber hier liegt noch eine Waffe drin. Ich guck die mir mal an, vielleicht kann ich es ja mit der 74U tauschen. Alter, habe ich dem gerade wirklich einen Header gedrückt? Nicht schlecht. Oder hat er sich hingelegt? Keine Ahnung, müssen wir gleich mal gucken. In der grünen Kiste hier? Ja, ja. Ja, ich glaube, dafür passt die Munition nicht. Brauch 7x6 und ich habe was anderes zu bieten. 5x irgendwas. Aber ich will ich die AS-Wahl behalten. Okay, ich habe jetzt eine. Also man kann sie zusammenklappen. Und ich habe sie zusammengeklappt, aber brauch 6 Fächer. Ja, warte, dann liegt sie noch da drin, ja. Ja, ja. Ich habe es nur zusammengeklappt. Stimmt, dann kriege ich sie mit. Okay. Siehste. Super. Den Schuppen, die Medizinkiste hast du? Nee, hab ich nicht. Okay. Da hinten in dem Schuppen hier war hier ich. In der Kiste warst du, ja? In ja. Der Waffenkiste. Okay. Genau, da war ich. Medizinbox. Medizin kann man immer gebrauchen. Oh, Morphin, gleich reinpacken. Oh, hier gibt's ja echt Sahne-Schnittenteile. So. IFA heben wir auf. Ich habe jetzt nur eine Box geguckt, also du kannst hier die andere. Ich bin bei der anderen gerade dran. Muss ja nicht alles hier kassieren. Antibiotika. Hm. Morphin, super. So, dann will ich mal den Typen looten, den wir da abgeknallt haben. Das ist echt ein Sniper. Ich sag, du bist ein Killer. Aber mit der billigen Kackwaffe, ein Schuss. Da wird aber schon wieder rumgeballert, ne? Na, tatsächlich. Er ist tot. Hat er einen größeren Rucksack gehabt?
Der hat gar nichts. Kein Rucksack, nur eine Pistole. Ja, und eine Marke. Nimm die Marke mit. Ja, die habe ich dabei. Painkiller und ein schönes Medikit. Egal. Wo müssen wir überhaupt raus? CC Tempori, Pierboot, Fragezeichen, Rock Passage, Fragezeichen. Ja. Pierboot laufen, aber da kommen die Schüsse her, ne? Ja, da kommt. Ich weiß nicht, kann man von hier aus das Boot schon sehen? Nee, ne? Nee, wir müssen noch näher ran. Aber auf jeden Fall wird Tankstelle geballert. Ja, wir können da zum Strandanfang gehen. Wenn wir es da nicht sehen, dann... Da müssen wir es eigentlich sehen. Also da stehen auf jeden Fall Boote. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das das letzte Boot da ist. Ich glaube, da gibt es auch immer so ein grünes Leuchten, ne? Wenn das das Boot ist. Boah, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt gar nicht. Nie drauf geachtet. Auf jeden Fall muss es da, wenn es da ist... Also, wenn es nicht da ist, können wir da nicht raus. Also, da steht auf jeden Fall ein Boot. Ob das jetzt das letzte auch ist? Customs ist ganz schön weit, ne? Wackeln die Bäume bei dir auch so heftig? Jo. Hm. Stumm, ne? Man hört den Wind nicht, aber die Bäume wackeln ganz schön. Als ob es Gummibäume sind. Ich würde jetzt sagen, das Boot steht. Echt? Du siehst es? Ja. Ach, da hinten. Würde ich auch sagen. Okay. An der Tankstelle sehe ich erstmal nichts. Ich wollte mal gucken, ob ich jemals meinen Schlüssel hier an diesem komischen Strand finde. Müsste ein blauer sein, das müsste auffallen. Ich sehe nichts. Oh, oben auf der Tankstelle ist einer. Oder war das ein Wackelbaum? Bei der Tankstelle beim Fahrzeug? Na, direkt Tankstelle. Weiß ich jetzt nicht. Entweder ist er weggegangen oder ich sehe nicht mehr, weil, keine Ahnung. Weil es keiner war. Alter, der druckelt aber heute. Ja, ich dachte, das wäre nur bei mir, aber... Nee, aber da habe ich im Forum auch gelesen, dass Performance unter alle Sau ist mittlerweile wieder. Ich habe auch bei meinen Aufnahmen gesehen, dass ich immer so kleine Ruckler hatte zwischendurch. Übelste Frame-Drops, die habe ich aber auf. Die merkt man auf jeden Fall. Ich bin voll. Wollen wir gleich abhauen oder willst du noch mal ins Haus? Naja, ich könnte nur was vertragen, aber... Ja, dann gehen wir doch noch ins Haus. Du kannst mich ja decken im Haus. Bist du noch draußen? Ich komme jetzt rein. Bist du rechts oder links hoch? Ich bin links hoch. Auf dem Safe liegt schon mal kein Geld. Aber im Safe liegt ein bisschen was. Schöne Rubels. Mal den PC auseinandernehmen. Oh, Euro, Dollar, alles. Oh, du hast den guten Safe erwischt. Ich hab den Kack-Safe. Du läufst gerade, ne? Ja, ich laufe zu dir. Okay. Ja, du hast ja keinen Platz für den Rechner, oder? Nee. Hier hinten. Naja, DVD-Player, das ich... Da habe ich keinen Platz für. Oh! Also ich sehe unten den Eingang, wenn der reinkommt. Übel, Granate.
Also am Eingang sehe ich nichts. Ja, die haben durchs Fenster geworfen. Ich stand gerade am Fenster, da haben sie mich wahrscheinlich gesehen. Also ich gehe jetzt nicht raus, ich warte. Ich gucke gerade unten, also ich halte die Treppe im Blick. Du kannst die andere Seite sehen, ne? Den anderen Aufgang. Ja. Aber ich habe gerade mein Augenmerk auf dem Haupteingang gehabt. Mhm. Also wenn da irgendwas reinkommt, dann gibt's gleich Autofeuer und drauf. Weil wir haben auch nur den einen Ausgang, ne? Ja, ich weiß nur nicht, ob schon wer drin ist. Ich guck mal kurz, ob irgendwer hier unten ist. Sieht nicht so aus. Und draußen sehe ich jetzt erstmal auch keinen. Ja, vielleicht wollten die uns auch erschrecken oder warten draußen halt, ne? Boah, erschrocken haben wir uns auf jeden Fall. Ja, waren zwei Granaten, ne? Ich glaube, eine hatten sie unten reingeworfen, eine hier oben. Ich hab's nur so klick, klick, klick gehört. Ich dachte mir erst, hä, hast du irgendwas fallen lassen? Ich dachte, das wäre vom Rechner ausbauen oder so, keine Ahnung. Ja, dachte ich auch, aber ich sehe draußen aber auch keinen. Ja, die können sich hinter... Bewegst du dich? Ja, ich bewege mich. Ich wollte mal das Augenmerk jetzt vom Eingang mal weg zum Fenster. Ne, behalt du die Tür im Auge, ich gucke hier draußen. Okay, mach du. Die haben irgendeine Stromleitung kaputt gemacht, oder? Mhm. Hinter Eingang gab's doch auch noch, oder nicht? Also hier hinten in der Ecke. In diesem Gebäude, oder sicher? Vertue ich mich da? Kann sein, will ich nicht abstreiten, aber ich dachte... Kann jetzt aber auch natürlich sein, dass die Granate von hinten reingeworfen wurde, ne? Dann check doch mal die Ausgänge da unten. Guck gerade. Sehe aber niemanden und nichts. Ja, ich glaube, da ist eine Tür, die man aufmachen kann. Also direkt unter dir, weißt du? Da geht's doch hinten zum Kiosk raus. Echt, da ist eine Tür, scheiße. Ich dachte, es gab immer nur einen Haupteingang. Aber ich sehe auch keinen draußen irgendwie rumlaufen oder so. Oder höre auch nichts. Uns? Also, ich klang so, als ob das hier irgendwie im Gebäude oder so Gebäude. Hinten am Strand steht einer. Aber der guckt nicht in unsere Richtung. Wollen wir dann Wollen zum wir laufen? Ah, Granate. Da ist noch einer, der lässt uns nicht aus dem Blick. Keine Ahnung wo. Also am Strand ist auf jeden Fall einer, der kommt dann noch hier in die Richtung. Ja, mal gucken, vielleicht verrät der andere. Der ist ganz hinten am Strand. Ach, schade. Wie viele Granaten hat der andere denn, bitteschön? Das ist ja schon die dritte gewesen. Na, vorhin, wo ist der? Der muss ja hier unten sein, aber. Ja, vielleicht direkt am Gebäude, weißt du? Ja, muss ja. Dass der die Augen die ganze Zeit auf die Tür hält. Na, von hier kann man nicht werfen. Ach ja, was machen wir? Tja. Läufst du? Ich bin die Treppe runtergegangen. Oh, ich gehe gerade Treppe runter. Ich überlege einfach gleich. Oh, mal, das hau ich mal raus. Ich überlege einfach mal. Also gleich, der Hinterausgang ist zu. Ja, ich überlege gerade, als dass ich einfach mal die Scheiben kaputt schieße, bisschen Krach mache und du rennst hinten raus. Und guckst, was da, läufst dann irgendwo in Deckung. Oder wenn du, vielleicht entdeckst du ihn ja auch. Soll ich mal hinten die Tür aufmachen? Ja, mach mal auf. Doch, da ist noch... Ich hab keine Munition! Komm schnell zu mir, komm runter! Der steht genau vor mir. Krabben getötet. Hast du nicht geladen? Ich hab
irgendwie, keine Ahnung, nur zwei Munitionskugeln gehabt oder weiß ich nicht. Ich laufe, okay? Ja, hau ab. Ich weiß nicht, der hat noch ein bisschen Zeug. Ich habe jetzt nur sein Doc-Tag erstmal genommen. Der hat noch auf jeden Fall Waffe und Rucksack und bla und hast du nicht gesehen. Ich habe aber keinen Platz dafür. Ah, Bastard. Wer hat die Hintertür bewacht? Ja, gut, dass du das erwähnt hast. Ich habe an die Hintertür nicht gedacht. Ja, der hat die ganze Zeit auf die Hintertür geguckt, aber er wusste nicht, dass er neben einem Fenster steht. Denk dann, komm weg da, ne? Da ist auch einer. Also der, wenn der am Strand zu dir kommt, dann... Ja, ich renne. Ja, ich halte noch auf dich. Wieso habe ich keine Munition gehabt? Ich weiß nicht, wie viel Munition ich geladen hatte. Ja, ich bin gerade raus. Ich wusste nicht mehr, wie viel Munition ich im Gewehr hatte. I have survived. Ein Bier, ein Jusek. Der erste mit dem Headshot. Übel. Ich war gerade ganz kurz auf dem Desktop. Ich habe den Taskmanager auf und ich habe gerade das Gefühl, wenn der Taskmanager offen ist und ich komme auf irgendwie am Rand des Bildschirms, dann komme ich wieder auf meinen Monitor. Muss ich mal schneiden oder schwarz blenden? Kann es sein, dass du vielleicht im Fenstermodus arbeitest und deswegen immer rausrutscht? Das kann sein, gucke ich gleich mal nach. Jawohl. Ja, erfolgreich. Und du hast gekillt. Ich sag doch, du bist der Killer. Du bist der Killer. Montro ist der Killer. Zwei Kills. Der erste, der war lucky. Den musst du dir mal angucken. Der war richtig gut. Das mache ich auch. Da freue ich mich auf die Aufnahme. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.